Hallo und einen schönen guten Tag und willkommen zurück zu einem speziellen Part von New Super Mario Bros. U. Neben dem Hauptabenteuer gibt es noch ein paar Herausforderungen und weitere Level-Packs. Und die habe ich vor euch in ein paar Special-Videos zu zeigen. Ja, wie ihr hier schon sehen könnt, habe ich schon mal ein paar gemacht, schon ein paar freigespielt. Das wird halt sich noch zeigen, wie ich die halt alle, die ganzen anderen Missionen so mache. Und ich habe vor, ein paar hier heute zu zeigen. Und wir beginnen mit der Probezeitattacke. Also, es sind halt ein paar verschiedene Herausforderungen, wie man sie schon von einigen Trailern gesehen hat oder ja, wie sie präsentiert wurde, wo halt man zum Beispiel in einer gewissen Zeit ins Ziel kommen muss. Das war ein sehr schöner Start. Dann halt in einer gewissen Zeit, man muss halt versuchen, so viele One-Ups wie möglich einzusammeln und noch eine ganze Menge mehr. So, und jetzt ist hier mein Ziel, dass ich hier eine gute Zeit hier schaffe, aber das ist bisher gar nichts. Ich glaube, ich sollte ein bisschen weniger reden und nicht mehr hierauf konzentrieren. Also, dann schauen wir uns mal an. Und wie ihr auch schon sehen könnt, habe ich meinen Mii ausgewählt. Man kann nämlich diese Herausforderungen auch mit seinen Mies bestreiten. Ja, gut. Und ich habe gerade den Goldrang verpasst. Das ist super. Naja, wir gehen einfach direkt weiter, würde ich sagen. Es reicht ja erstmal, die nur anzusehen. Ich habe jetzt nicht vor, überall den ganzen Rekorde zu brechen, die es gibt. Wir machen einfach weiter. Hier habe ich schon Gold im Düse durch den Eichenhain. Ja, man kann sich auch jeweils von seinen tollen Versuchen eine Aufzeichnung machen. Sich erstellen lassen, wo man dann so schön von seinen Freunden angeben kann und sagen kann, ja, ich war so toll und so geil und das habe ich alles so geschafft und ja. Also von meiner Leistung muss man ja gerade gar nicht reden. Die Starcoin, die sind ja auch hier egal. Also was man hier halt versuchen sollte, ist halt einfach durchzurennen und dabei halt Dreifachsprünge zu machen. Ja, jetzt hatte ich keine andere Wahl. Also ich glaube, den Goldrang kann ich mir hier auch schon knicken, weil ich musste halt ein paar Mal abbremsen und das ist jetzt auch toll. Und hat gut gelaufen. Ja, ein Silberrang wird es noch. Naja, egal. Es sind ja nur hier zur Showzwecken. Wenn ihr halt einen Rekord habt, dann könnt ihr euch stolz fühlen. So gut bin ich nicht. So, wir machen direkt weiter, würde ich sagen, in der nächsten. Volle Kraft voraus. Ja, also es ist halt je nach Modi halt eigentlich diese gleiche Aufgabe. Ja, das war sehr schlau. Ja, das, also mit viel Ruhm bekleckere ich mich hier nicht, habe ich so im Gefühl. Kam direkt noch einer raus. Uiuiui. Ja, man merkt auch schon, so langsam wird es schwieriger hier, weil man nicht überall springen kann und überall Gegner kommen und ja, und den Goldrang verpasst. Super. Beinahe wäre ich auch nur in den Bronze gekommen, aber naja, also mit Silber kann man ja schon gut leben. Ich hoffe, dass ich aber wenigstens einmal eine Goldmedaille bekomme. Vielleicht werde ich auch irgendwann mal versuchen, da überall auf Gold zu gehen und aber jetzt nicht in diesem Spezialpart. Ja, jetzt können wir schon mehr machen, das ist gut. Wir gehen in die Gesichtfelsen-Wüstensprint. Ach ja, das war auch ein lustiges Level. Ja, kann mich noch erinnern, schön mit diesen Gesichtfelsen. Ja, wird es nur hier nicht so leicht machen. Vor allen Dingen wegen diesem blöden Sand, der mich ausbremst. Wow, jetzt haben wir mal eine Starcoin erwischt, ganz zufällig. Aber das ist ja nicht mein Ziel. Mein Ziel ist die gute Zeit. Und falls ihr euch noch erinnert, in diesem Level war hier die Halbzeit. Die gibt es hier natürlich nicht.
Hier geht's nur darum, so schnell wie es geht zum Ziel zu kommen. Oh, und dass ich noch überlebe, ist ein Wunder. Ja, aber jetzt natürlich nicht mehr. Super, super, super. Ja. Aber zum Glück haben wir uns jetzt hier schon mal ein bisschen in diesem Treibsand ein bisschen mehr. Ich bin gerutscht. Was war das jetzt? Ich bin eigentlich gerutscht, aber. Anscheinend kommt mein Mii nicht an die Fähigkeiten, die Mario hat. Nur weil er sich einen Anzug, nur weil er sich seine Sachen anzieht, heißt das nicht, dass er dann direkt wohl gut sein muss. Ah, jetzt muss ich auch noch da warten. Ah, ist das super. Ihr könnt ja auch schreiben. Ich denke mal, es wird mehr als nur einen so einen Spezialpart geben. Also wenn ihr wieder, wenn ihr dann Mario sehen wollt oder Luigi oder ein Toad, dann... Ach komm, den werde ich sowieso nicht. Ich hätte nur in diesem Part mal mein Mii nehmen, wenn man das mal gesehen hat, wie dumm das aussieht. Man hört ja schon die schönen Laute. Boah, diesmal wird es nur Bronze. Oh, wie richtig schlecht. Ja, ich glaube, da habe ich noch einiges an Übungen vor mir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, da werde ich wohl noch einige Übungen haben. Man sieht doch irgendwie immer an den Sternen da, wie die Schwierigkeit ist. Ja, passt ja auch. Die Schwierigkeit steigt und mein Skill fällt. Und so kann man es gut... So passt das gut. Wir nehmen jetzt das Buu-Ballett. Und das, ja, war doch ein etwas schwierigeres Level. Ja, und das war schon mal gar nichts. Nur ich muss ja irgendwie da durch. Ich kann ja nicht auf die große Lücke warten. Da muss ich schon irgendwie so durch. Ah, fast drüber. Ja, wird mich wohl ein bisschen länger beschäftigen. Och. Das gibt's doch nicht. Ich glaube, wäre besser, wenn ich warte. Sonst sitzen wir hier morgen noch. Ja, geht doch. Geht doch. Ja, das sieht mir schon schwieriger aus, um da eine gute Zeit hinzukriegen. 15 Sekunden. Oh. Ja, ich glaube mal, das können wir mit einem schönen Rekord knicken. Ich glaube, wir sitzen hier morgen noch, wenn ich nicht einfach darauf warte. Ja. Und ich glaube mal, so viel Bock hat niemand, so viel Lust hat niemand, so meine Fails hier anzusehen. Ach, das gibt's doch nicht. Fällt mir schon ja gar nicht, dieses Level hier. Ach, du dickes Ding, hier erwarte ich jetzt. Das ist mir zu schnell. Ja, ist mir auch egal. Dann nehme ich lieber den Silberrang. Wenigstens haben wir das jetzt hier abgehakt. Naja, also das, also wenn einer das geschafft hat, da einen Goldrang zu kriegen, dann könnt ihr auch bei allen anderen Videos machen, da eine Videoantwort. Wenn ihr die Möglichkeit habt, das aufzunehmen, weil das würde mich echt mal interessieren, also. Also das fand ich jetzt schon nicht ohne, da einen Goldrang zu kriegen. Aber gut, könnt ihr mir jetzt zeigen. Und es geht direkt weiter, wie mir scheint. Na, klasse. Ach, im Mini-Format hier. Das wird dann schon ein bisschen einfacher. Könnte ich mir vorstellen. Ja, aber man sollte dann auch nicht so blöd rumstampfen. Ja, es macht es aber jetzt auch nicht gerade ganz so einfach, weil ja natürlich, weil in Mini-Form springt man ja ein bisschen anders. Ja, das war nix. Das wird mal wieder so klasse. Das Level gefällt mir jetzt schon. Oh, das ist noch schwieriger in Miniform, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist noch schwieriger. Aber das war jetzt gut. Man muss vielleicht einfach nicht landen, sondern einfach direkt weiter. Ja, vielleicht habe ich es ja jetzt. Und wenn das zwei Sterne sein soll, dann will ich nicht wissen, was, ja, wobei, das geht eigentlich, ja, wenn man den Bogen da raus hat, dann geht das vielleicht sogar einfacher, aber man muss den erstmal raus haben.
Und wie gesagt, wenn das jetzt hier 2 Sterne sind, dann will ich nicht wissen, was, was 5 Sterne oder so ist. So, einmal probiere ich das jetzt noch. Wenn nicht, dann... Na, aber nicht so. Komm schon, wir haben nicht so viel Zeit. Ich will noch andere Level zeigen. Ah, schade. Man muss einfach den richtigen... Ein bisschen kommt auch Glück ins Spiel. Egal, nehmen wir jetzt erstmal Eiszapfen-Spießrutenlauf. Ah ja. Und das sieht mir auch schon übel aus, wenn die Eiszapfen da runterkommen. Ah, jetzt weiß ich auch schon, was für ein Level das ist. Oh, Junge, das wird lustig. Boah, das war knapp. Das ist knapp. Ah. Komm, vielleicht schaffst du es. Schaffen wir ja die roten Münzen. Oh. Mario ist doch nicht bekloppt, ne? Ach so, da krieg ich sogar gar nichts. Ja, und vorbei. Das ist echt nicht ohne. Das ist, ja, knackig. Ein knackiges Level. Ein Fail und es ist schon wieder vorbei. So, solche Sachen liebe ich. Ja, kommt auch schön. Da kann man zeigen, wie viel Skill man hat. Ja, und das war... Ach, nee, das war nichts mehr zu sagen. Ich erinnere mich an das Level, das war ja auch im Abenteuermodus schon richtig knackig. Okay, ich bin gerutscht. Puh, egal. Lassen wir das mal sein. Wir nehmen keine Zeit zum Krabbenpoolen. Und das ist jetzt, 3 Sternen. Oha. Aha. Was war das? Ich habe nicht gesehen, dass mich irgendwas getroffen hat, aber okay. Hm. Hä? Was ist denn los? Habe ich irgendwie was nicht gecheckt oder irgendwas überlesen? Ach so. Oha. Ja, das wird dann ja noch schwieriger. Man muss alle Krabben besiegen. Ich dachte, weil das Level heißt keine Zeit zum Krabben schälen, sollte ich das eben nicht tun, aber... Ja, dann könnte ich mir vorstellen, wird mir das noch viel mehr an Aufwand bescheren. Und mitnehmen vom Stein getroffen, das wird super. Ja, das ist doch super. I love it. Und so langsam kann ich diese Laute von dem Mii auch nicht mehr hören. Ah, probieren wir es noch einmal. Also, ihr seht ja, mit viel Ruhm bekleckere ich mich hier nicht gerade, aber... Naja. Ja, ich weiß, ich vergesse es nicht, den zu killen. Habe ich jetzt nicht vergessen. Richtig Speed, finde ich, kann man hier auch nicht aufnehmen, weil sonst verpasst man das schnell, die zu killen. Oh, Wasserfontänen. Aber der Level ist leider immer noch nicht vorbei. Wobei, ab und zu stelle ich mich ja doch ganz gut an, aber nicht immer. So wie jetzt zum Beispiel mal wieder. Damit ist es nur noch Silber. Den möchte ich mal mitnehmen. Ja, es ist auch nur noch Bronze. Ja. Klasse. Ja, das war's. Nur weil ich unbedingt gucken muss, dass bei dem Powblock ist. Na, super. Naja, aber nehmen wir noch Miniaturbergsteigen. Die Gesteinswelt, die ja noch kommen wird. Ich habe ja jetzt nur bis zum Waldlevel aufgenommen. Klar. Mir hat es jetzt irritiert, was diese lila Wolken zu bedeuten hatten. Da gibt es auch dieses Lied.
Ah, oh, ich sehe es gerade. Ja, ich hab's gesehen. Warum ist man Mini? Natürlich ganz klar, damit man auch... Ach, und den Boden darf man auch nicht berühren. Also, ja, jetzt wird's lustig. Ja. Oh, ja. Also, nee. Also, ja. Also, was sie sich da ausgedacht haben... Das ist nicht ohne, aber absolut nicht ohne. Ah, nee. Nee. Einmal probiere ich es jetzt noch und dann würde ich mal sagen, beenden wir den Part. Also was sie hier sich wieder ausgedacht haben, das ist wirklich... ja. Ja, und warum du dich nicht festhältst, Mario, muss ich nicht verstehen. Oder mein Mii besser, das sage ich nicht mehr, nicht Mario. Ja, okay, ihr seht schon, das wird wohl heute nichts mehr. Wie gesagt, wenn ihr mal einen skilligen Versuch habt, könnt ihr das ja als Video-Antwort hier drauf posten. Im nächsten Part würde ich sagen, werden wir uns anschauen, wie die Münzsammlung vonstatten geht. Dann noch einen schönen Tag und bis dann. Tschüss.